7 Tricks, mit denen dein Auto länger durchhält. So unglaublich es vielleicht auch klingen mag, aber nicht jeder Fahrer kümmert sich richtig gut um sein Auto. Wenn du aber möchtest, dass dir dein Auto noch lange dient und du zudem Geld bei teuren Dienstleistungen und Wartungen sparen möchtest, dann solltest du bei den folgenden einfachen und dennoch wirklich wichtigen Regeln aufpassen. Wenn du das Video bis zum Ende anschaust, dann sagen wir dir, wie du eine gesprungene Windschutzscheibe mit, du wirst es nicht glauben, Knoblauch reparieren kannst. Nummer 7. Kontrolliere deinen Reifendruck. Den perfekten Reifendruck zu haben, ist echt schwierig. Wenn er zu tief oder zu hoch ist, dann kann das zu ernsten Problemen führen. Wenn die Reifen nicht genug Luft haben, dann wird innen zu viel Hitze erzeugt, da der Widerstand zur Straße stärker ist. Wenn deine Reifen nicht genug aufgeblasen sind, selbst bei 2 PSI, dann senkt sich dein Benzinsparen um 2%. Multipliziere das mit den ganzen Kilometern, die du pro Tag zurücklegst, und dein Geldbeutel wird nur vom Benzinzahlen leer. Sei bereit, noch mehr für die Reifen auszugeben, da derselbe Reifen, der um 2 PSI zu wenig aufgeblasen ist, um 6400 Kilometer weniger halten wird. Wenn du jetzt denkst, ich blase meine Reifen jetzt einfach noch mehr auf und bekomme dann einen super tollen Benzinverbrauch, tja, dann denk nochmal nach. Reifen mit zu viel Luft beeinflussen die Handhabung des Autos negativ. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Risiko von Rutschen, Gleiten oder Unfällen um einiges steigt. Damit du diese Situation vermeiden kannst, solltest du den Reifendruck mindestens 2-mal im Monat, einmal die Woche wäre noch besser, kontrollieren. Während du Luft in deine Reifen pumpst, musst du sichergehen, dass sie nicht warm sind und du darfst sie nicht überfüllen. Du musst deine Reifen zudem rasch auswechseln. Vergiss den jahreszeitlichen Reifenwechsel nicht und vergiss nicht, deine vorderen und hinteren Reifen einmal im Jahr zu wechseln. Nummer 6. Sei zum Gas- und Bremspedal sanft. Schnelle Beschleunigung und abruptes Bremsen macht vielleicht Spaß, aber es ist eigentlich extrem schädlich für das Fahrzeug. Sie tun verschiedenen Systemen im Auto nicht gut. Das Getriebe und der Motor leiden sehr darunter und die Bremsbeläge und Scheibenbremsen nutzen sich viel schneller ab. Außerdem verbrennst du nur noch mehr Benzin, als du brauchst. Was das scharfe Wenden betrifft, so führt dies zu abgenutzten Reifen. Man braucht gar nicht dazu sagen, dass du wahrscheinlich in einem Unfall verwickelt bist, wenn du versuchst, wie einer vom Motorsportverband NASCAR zu fahren. Bitte, sei vorsichtig. Nummer 5. Richtig parken. Zu viele Fahrer da draußen schalten das Auto auf Parken, bevor sie überhaupt ganz bremsen und völlig stehen bleiben. Du musst dir das abgewöhnen, da es dem Getriebe gar nicht gut tut und zu teuren Reparaturen führt. Dasselbe gilt, wenn man das Auto auf Drive, Fahren oder Reverse rückwärts stellt, bevor man anhält. Mach das nicht. Das Auto sollte immer komplett zum Stehen gebracht werden und erst danach kann man den Gang schalten. Automatik. Hier kommt noch ein Tipp bezüglich des Parkens. Ignoriere deine Notbremse nicht. Nur weil dein Auto einen Parkhebel hat, bedeutet das nicht, dass deine Notbremse keinen Nutzen hat. Ich rede jetzt nicht nur vom Bremsen im Notfall. Wenn du beschließt, dein Auto auf einer Schräge zu parken und du solltest dir merken, dass es da fast keine perfekt flachen Oberflächen gibt und das Auto auf Parken stellst, dann wird zu viel Druck auf das Getriebe gegeben. In seltenen Fällen kann es sich sogar lösen oder kaputt gehen. Die beste Lösung ist es also, die Notfallbremse zu nehmen. Außerdem können die Kabel, die damit zusammenhängen, zurückgehen, wenn du sie nie verwendest und sie lassen dich dann wirklich im Notfall im Stich. Nummer 4. Ignoriere das Armaturenbrett nicht. Mit Hilfe der Symbole auf dem Armaturenbrett des Autos kann dir dein Auto sagen, wenn etwas falsch läuft, wie etwa, wenn der Motor überhitzt ist, etwas mit dem elektronischen System falsch ist oder die Bremsflüssigkeit zu niedrig ist. Gehe dann so schnell du kannst zu einem Autoreparaturgeschäft, damit du dir selbst teure Reparaturen oder gar einen Unfall ersparst. Wenn dir auffällt, dass das Motorlicht blinkt, während du fährst, dann fahr sofort langsamer, da dies ein Zeichen für ernste Probleme sein könnte. Das Motorlicht zeigt dir jede Fehlfunktion im ganzen Managementsystem des Motors an. Wenn das Licht nicht aufhört zu brennen, selbst nachdem du mit der Geschwindigkeit zurückgegangen bist, dann halte an und ruf eine Werkstatt an, bei der es einen Bordcomputerlaser gibt. Das Bremslicht zeigt dir, dass etwas im Bremssystem falsch läuft. Dieses Licht kann in der Tat vieles bedeuten, wie etwa, dass die Notbremse an ist oder wenn du wenig Bremsflüssigkeit hast. Wenn dein Öldrucklevel niedrig ist, dann siehst du das daran, dass das Öllicht leuchtet. Nimm es ernst, denn falls du so mit dem Licht weiterfährst, dann wird dein Motor wirklich kaputt gehen. Game over.
Ein niedriger Öldruck könnte auf einen blockierten Ölfilter oder eine kaputte Ölpumpe zurückzuführen sein. Ignoriere es einfach nicht, egal was auch kommen könnte. Nummer 3. Vergiss die Fahrzeugwartungen und Reparaturen nicht. Autos sind wie Menschen. Sie brauchen regelmäßige Kontrollen und Gesundheitstests. Leider ist das vielen Fahrern nicht bewusst und sie ignorieren die laufenden Wartungen. Dann sind sie aber überrascht, wenn ihr Auto sie im Stich lässt. Die regelmäßigen Kontrollen und Wartungen ernst zu nehmen, ist der beste Weg, später eine teure Reparatur zu vermeiden. Schau dir das Handbuch deines Autos an und finde heraus, wie oft du das Öl oder den Luftfilter austauschen solltest. Und vergiss nicht, dass vieles von deinen Fahrgewohnheiten abhängt. Vergiss zudem nicht die Kontrollen, die du selber machen kannst, wie etwa den Ölstand, Reifendruck, Scheibenwischerflüssigkeit und so weiter. Mache jährliche Kontrollen und merk dir, dass laufende Wartungen von der Saison und dem Kilometerstand abhängen. Nummer 2. Vermeide das Überladen. Das Auto übermäßig niederzudrücken, tut weder der Federung des Autos, dem Lenkrad, dem Getriebe, deinen Reifen und dem Motor gut. Außerdem erhöht das Überladen den Benzinverbrauch und macht die Handhabung des Autos schwieriger. Damit du diese Probleme vermeiden kannst, solltest du dich mit der maximalen Ladekapazität des Autos vertraut machen und dich daran halten. Versuche, alle unnützen Dinge im Auto loszuwerden. Geben wir es zu, viele von uns haben einfach viel Müll und Blödsinn auf den Hintersitzen liegen. Obwohl es auf einer eisigen Winterstraße äußerst nützlich ist, so drückt ein Sack Salz im Kofferraum des Autos im Sommer nur runter. Trage nur die Dinge, die du wirklich im Moment brauchst. Nummer 1. Beanspruche die Kupplung nicht zu sehr. Jetzt kommt ein Ratschlag für diejenigen, die eine Knüppelschaltung bevorzugen. Drücke die Kupplung bei langen roten Ampeln nicht. Dies nutzt nur die Teile, die damit verbunden sind, schneller aus, da sie zu sehr arbeiten, wenn sie sich eigentlich ausruhen sollten. Während kurzer Stopps solltest du auf Neutral wechseln und die Kupplung erst kurz vor dem Losfahren drücken. Bonus! Repariere die Windschutzscheibe mit Knoblauch. Obwohl ihn Vampire hassen, so mögen viele Menschen Knoblauch aufgrund vom Geschmack und dem Aroma, das er den Gerichten verleiht. Wusstest du aber, dass er auch bei der Instandhaltung Wunder wirkt? Du musst nur eine Knoblauchzehe nehmen, sie der Länge nach mitten durchschneiden, sie dann über den Sprung reiben und danach den überschüssigen Saft mit einem Papiertuch oder Tuch abwischen. Natürlich ist das keine professionelle Reparatur, aber es hält den Sprung davon ab, schlimmer zu werden, bis du es dann reparieren lässt. Hast du noch andere Tipps, wie dein Auto länger leben kann? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Hilf deinen Freunden und schick ihnen das Video. Wenn du es nützlich gefunden hast und du noch mehr davon sehen möchtest, dann drück auf den Like-Button. Wenn du der Erste sein willst, der unsere Updates sehen kann, dann subscribe auf unserem Channel und bleib mit uns auf der Sonnenseite des Lebens.